Einnahmen, weil es gibt nicht wenige, die so viel verdienen. Also sag mal, die sind zwar vielleicht nicht hier unter uns, aber die gibt es schon im Land, da wäre richtig Schotter zu holen. So, und dann bin ich wirklich verblüfft, wenn ich dann erlebe, wie darüber diskutiert wird, auch teilweise in der Presse. Also da gibt es immer wieder Journalisten, die mir dann sagen, also 75% Spitzensteuersatz für Einkommensmillionäre, das sei doch eine Zumutung. Das sei doch eigentlich nicht zumutbar. Also das sei doch viel zu viel, das könne man doch nicht machen. Das seien ja immerhin Leute, die seien ja fleißig und würden ja was leisten, sonst hätten sie ja nicht über 1 Million Einkommen. Wie kann man denn denen in der Spitze 75% wegholen? Also erstens, so revolutionär ist die Forderung gar nicht. Die USA hatte bis 1981 einen Spitzensteuersatz von 70%. Und Deutschland hatte früher auch mal sehr hohe Spitzensteuersätze. Also es gab es alles schon mal. Aber was ich noch viel zynischer finde, ist diese Debatte, was ist zumutbar und was nicht. Weil ich würde mir wünschen, dass mich mal ein Journalist fragen würde, ist es eigentlich zumutbar, dass jemand, der 1.200 Euro brutto verdient, in der Spitze mit über 20% besteuert wird. Das ist nämlich die Realität in Deutschland. Und ich finde, das ist wirklich nicht zumutbar. Weil von solchen Einkommen kann man schon brutto kaum leben. Und erst recht nicht, wenn da noch das Finanzamt zugreift. Und deswegen sagen wir ganz klar, ja, wir wollen bis 1.400 Euro brutto im Monat keine Steuer. Das muss ein Freibetrag sein. Das muss derjenige wirklich mit nach Hause nehmen können, wenn er schon so wenig verdient. Darf nicht noch der Fiskus kommen und ihm Abzüge machen. Aber wir wollen dann eben bei denen, die wirklich dicke verdienen und die mehr als genug haben, auch mehr zugreifen. Und das finden wir auch mehr als gerechtfertigt und auch mehr als zumutbar. Und natürlich muss man bei Steuern auch noch was sagen zu einer anderen Diskussion, die eigentlich... Ja, die vor allem zeigt, wer in diesem Land mächtig ist und Kampagnen machen kann. Und das ist das Thema Vermögenssteuer. Also es gab ja in Deutschland bis 1997 eine Vermögenssteuer. Die war ziemlich schräg und die war ziemlich schwach und sie hat teilweise vielleicht die Falschen getroffen, aber teilweise auch die Richtigen. So, eine Vermögenssteuer, die wurde dann abgeschafft. Es gab lange Zeit eigentlich den politischen Konsens, dass viele Parteien Vermögenssteuern für sehr Reiche, also wir als Linke fordern ja eine Steuer, eine Vermögenssteuer für Menschen, die mehr als 1 Million Vermögen haben, also für Multimillionäre, für Milliardäre. Gab es eigentlich lange Zeit den Konsens, dass das doch eine sinnvolle Sache ist. Ich meine, noch vor wenigen Tagen in der Presse, die 1000 Superreichen in Deutschland, 1,1 Billionen Vermögen, schon wieder ein Plus von 11% im letzten Jahr. Und trotzdem ist es so, dass außer der Linken, und das finde ich wirklich frappierend, keine Partei sich offensichtlich noch traut, Vermögenssteuern zu fordern. Selbst die SPD hat sich jetzt erstmals davon verabschiedet, letzten Wahlkampf hat sie sich noch getraut. So, und da muss ich jetzt mal wirklich sagen, das zeigt natürlich, wie Kampagnen funktionieren. Denn es gab eine richtige Kampagne gegen die Vermögenssteuer. Das haben Sie sicherlich auch mitgekriegt. Da ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und die Unternehmen. Und die haben natürlich entsprechenden Zugang dann auch in die Medien. Also eine richtige Kampagne. Und dann ducken sich alle Parteien weg. Ich finde das wirklich eine Schande. Und wenn ich mir angucke, diese Riesenvermögen, ein Argument, wo sie dann immer sagen, deswegen gibt es keine Vermögenssteuer oder darf es keine geben, ist, oder das Totschlagargument, das wäre ja eine Enteignung. Also eine Vermögenssteuer, die könne man doch nicht ernsthaft, weil das wäre doch eine Enteignung. Und eine Enteignung darf es doch in unserem schönen Land nicht geben. Also erstens stimmt das Argument nicht. Es gibt in unserem Land Enteignungen. Ich denke nur mal daran, dass jemand vielleicht mit 55 Jahren sich einiges aufgebaut hat, ein bisschen was gespart hat, vielleicht sogar ein Häuschen hat und dann verliert er seine Arbeit und dann fällt er in Hartz IV. Was findet denn dann statt? Eine eiskalte Enteignung findet statt. Seine ganze Lebensleistung wird enteignet, bevor er 1 Euro Hartz IV bekommt. Also so gesehen... Enteignung gibt es leider in diesem Land, aber eben bei den Falschen. Nur gerade die Vermögenssteuer, die ist nun wirklich keine Enteignung. Wer das behauptet,
dass die Besteuerung von Milliardenvermögen, dass das eine Enteignung wäre, der hat irgendwas nicht richtig verstanden. Es ist doch eher umgekehrt. Nicht die Besteuerung solcher Milliardenvermögen ist eine Enteignung. Die Existenz von Milliardenvermögen beruht doch auf Enteignung. Es kann doch kein Mensch sich selber Milliarden erarbeiten. Das ist doch völlig absurd. Das sind doch die Beschäftigten in den betreffenden Unternehmen, die diese Vermögen erarbeitet haben, die sich dann in privater Hand konzentrieren. Das ist doch der Hintergrund. Das ist doch der Zusammenhang.